Jeder kennt das Problem, Kalender gibt es in Microsoft 365 viele. Nur sind die allesamt leider von der View her immer auf einen Monat beschränkt. Und jetzt gibt's einen unseren Jahreskalender. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Vero-Studio. Ich bin Sarah. Und ich Timo. Genau, und heute soll es um ein Tool gehen, das es da endlich digital gibt. Ich lieb's, ja, ausgedruckt an der Wand. Hab das natürlich nicht mehr, weil wir ja hier so digital unterwegs sind. Es geht um den Jahreskalender und tatsächlich um das ganze Jahr. Richtig, und hier schauen wir einmal ein Kundenbeispiel an, nämlich einer unserer Kunden hatte, auch wie du vielleicht, eine Veranstaltungsliste, eine Eventslist in SharePoint, hat dort dann auch die schöne Kalenderview entdeckt und dann kam das große, wo ist denn jetzt die Jahresübersicht und in so einem Kalender, wie Sarah gerade eben erwähnt hat. Tja, das gibt es leider nirgendwo in dem schönen, weiten Microsoft 365-Umfeld. Also haben wir gedacht, krempeln wir kurz die Ärmel hoch und überlegen uns hier eine schicke Lösung. Und die wollen wir dir jetzt vorstellen. Kommen wir doch direkt zum Kalender. Wir wollen euch gar nicht so lange auf die Folter spannen und euch zeigen, wie das Ganze aussieht. Und zeigen euch im Anschluss, wie das alles so nacheinander ja dann erstellt wurde. Genau, und ja, wir sehen jetzt hier einmal schon direkt in dem schönen Beispiel unseren Jahreskalender, die Monate schön in den Spalten runter und hier nun die einzelnen Termine, schön farblich markiert an den Eigenschaften und das Besondere, ja, diese Termine kommen direkt aus einer SharePoint-Liste. Auch diese ganzen Links und die Tooltips und Zusatzinformationen werden klassisch komfortabel in der SharePoint-Liste gepflegt vom Backoffice, ne, jeder, der eine SharePoint-Liste bedienen kann. Und dieser Kalender aktualisiert sich dann jedes Mal beim Aufrufen. Cooler Zusatz und wichtig zu wissen ist, dass tatsächlich auch Externe, denen man das Ganze freigibt, hier Zugriff haben können. Wie kommen diese Termine denn jetzt in den Kalender? Dazu sind natürlich mehrere Schritte notwendig. Ja, ganz so easy ist es nicht. Und Timo wird euch jetzt im Folgenden erklären, wie sie das zustande gebracht haben. Also eigentlich ist es doch ganz einfach, nämlich wir haben hier insgesamt vier Teile, die zusammenspielen. Das eine ist, wir haben natürlich klar unsere Quellliste, die SharePoint-Termine-Event-Liste, Veranstaltungsliste. Mhm. Wir haben einen Flow, der diese ganze Geschichte aufbereitet, damit die Daten einfach so sind, damit sie schnell vom Kalender abgerufen werden können. Dann haben wir nämlich den zweiten Flow, das ist ein sogenannter Webhook-Flow. Dieser greift auf die aufbereiten Termine von Schritt 2 zu. Und dann haben wir noch ganz normal unsere HTML-Seite mit ein bisschen JavaScript, die jetzt diesen Webhook-Flow aufruft und von dem die Termine kriegt und sie dann einfach übersichtlich darstellt. Okay, nochmal von vorne. Wir starten bei SharePoint, bei SharePoint-Listen und schauen uns jetzt an, was wir hier eintragen müssen, beziehungsweise wie die Daten hier eingepflegt werden. Ja, wir haben hier eine einfache SharePoint-Liste, eine Event-Liste, einen Event-Titel, wir haben eine Beschreibung, wir können hier noch auch die Daten gleich hinterlegen für die Farbe, wie sie nachher angezeigt werden sollen, wichtig für unsere Index-HTML und natürlich noch so andere tolle Sachen wie ein Registrierungslink, Start-Ende-Datum natürlich auch immer wichtig und ob das nun ein Highlight-Event ist, fett oder eben normal dargestellt werden soll. Wenn wir jetzt schon hier in SharePoint sind, so meine ich mich zu erinnern, dass wir ja hier auch bereits eine Kalenderansicht haben, die wir theoretisch nutzen könnten. Richtig, Sarah, du kannst natürlich für jede Liste, die du hast, die auch mit Datumsspalten versehen sind, kannst du hier immer eine neue Ansicht erstellen und sagst jetzt, du hättest gerne eine Kalenderansicht und dann kriegst du mittlerweile hier einen echt super funktionalen und schönen Kalender von SharePoint geliefert, aber eben halt nicht die Jahresansicht. Jetzt wird es ein bisschen technischer, das heißt für die Techies ist das Ganze interessant. Wir kommen zum ersten Flow. Richtig, und der erste Flow ist der Termindatenaufbereitungsflow. Der wird nämlich immer dann getriggert, wenn ein bestimmter Termin geändert wird und der tut diese Termindaten nochmal in eine andere Termin-DB schreiben, schaut hier nochmal nach, splittet hier auch die einzelnen Termindaten nochmal auf, sollte der Termin über mehrere Tage gehen, sodass ich mehrere Einträge in dieser Termin-DB habe. Alle solche Schritte, die nachher unser Kalender einfach braucht, um einfach darauf zuzugreifen.
Ja, kommt die Frage auf, warum brauche ich denn jetzt diesen Flow? Man könnte das natürlich auch in einem Flow machen, also dieser Flow, der vom Kalender aufgerufen wird. Aber damit der halt ganz schnell arbeiten kann und nicht noch irgendwelche Datenoperationen machen muss, haben wir das ausgelagert hier in diesen ersten Flow, sodass die Termindaten sauber da liegen und nur noch vom Kalender abgerufen werden müssen. Kommen wir zum nächsten Flow, zu Flow Nummer 2, der genau diese Daten dann abgreift. Exakt, und das ist, wie jetzt schon einmal erwähnt, ein Webhook-Flow. Das heißt, der wird nicht getriggert durch eine bestimmte Uhrzeit oder durch eine Aktion in SharePoint, wenn du ein Listenelement erstellst oder vielleicht eine E-Mail eingeht, das kennst du vielleicht aus eigener Erfahrung, sondern der wird getriggert, indem man von außen eine bestimmte URL, also einen Link, aufruft. Und immer wenn der aufgerufen wird, wenn du den in den Browser kopieren würdest, läuft dieser Flow los, macht dann bestimmte Sachen, in unserem Fall ruft er eben unsere Termin-DB mit entsprechenden Parametern ab, wandelt es noch in ein bisschen in ein Format um, in ein Datenformat, und liefert das dann als Antwort an die aufrufende Instanz wieder zurück. Und die aufrufende Instanz ist in diesem Fall unsere Kalender-Website. Genau, und die kannst du dir, wie gesagt, ein bisschen so vorstellen wie eine Projektion im Web deiner Daten, die du ursprünglich in die SharePoint-Liste eingetragen hast. Richtig. Schauen wir uns das doch einmal hier ganz kurz an. Wir haben die Website natürlich, wie sollte es auch anders sein, in Azure abgelegt. Da kann man nämlich auch super seine Websites hosten. Würde ich für die Hauptwebsite deiner Firma jetzt natürlich nicht empfehlen, aber gerade für solche Funktionalitäten ist es nämlich perfekt. Und hier besteht unsere Kalenderlösung nämlich aus insgesamt 3 Dateien. Wir haben eine einfache Index.html, die gibt so das Grundgerüst wieder. Die ruft dann auch eine JavaScript-Seite auf, und diese JavaScript-Datei, die ist jetzt dafür zuständig, um unseren Webhook zu callen, aufzurufen und dann einfach unsere Kalenderinformationen zu rendern. So einfach geht's zu einem Jahreskalender, in diesem Fall zu einem Eventkalender. Absolut cool. Ich finde es eine Mega-Lösung und super, super effizient. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar da, lasst uns ein Feedback da und vielleicht auch Erfahrungen, was ihr für Tools habt, was ihr nutzt, um eure Kalender zu pflegen und auch das Ganze natürlich in eine Übersicht reinzubringen, die für euch strukturiert genug ist. Lasst uns ein Abo da und wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!